Zack. Oh, das wird gar nichts. Okay, wieso nicht? Ach, ich soll hier warten, okay. Und dann mit dem Granatwerfer draufbolzen. Haha. Super. Steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte vertrau mir. Geh! Haha, geil, Alter. Das macht richtig Fun. Also, das Spiel nimmt von Spielzeit zu Spielzeit wirklich an Fahrt zu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier geht's hoch, glaube ich. Ja. Hier geht's auch hoch, komm. Ah, da kann sie nicht hoch. Wo müssen wir hin? Wir müssen da irgendwie rüberkommen. Aha, okay. Ich verstehe. Vielleicht gehe ich erstmal hier hoch. Das ist eine gute Idee. Ah, super, hier liegt wieder Bergungsgut. Und Jump. Zipline. Ah, die Zipline gibt es hier auch oft in dem Spiel. Finde ich richtig geil. Oh, explosive Fässer. Du Idiot. Ab nach oben. Oh, hier brennt gleich alles. Alter. Weg da, komm. Ha, das habe ich drauf mit der Kletteraxt. Das werde ich nicht verlernen. Sie dürfen nicht in den Helikopter steigen. Ja, komm, los. Ab nach unten. Zerstört die Brücke! Das sind unsere Leute! Sind hier noch mehr Ungläubige? Komm, lauf! Alter! Hallo, ich bin doch gelaufen! Alter, ich verstehe das nicht. Ich bin gelaufen, Alter. Vielleicht hätte ich springen sollen. Hallo? Was soll der Kack? Ich komm. Ich schaff's nicht. Ja, jetzt geht's. Zack. Haha. Ja, Mann. Super. Nix da, meine Freunde. Oder auch doch. Das war natürlich mal wieder dumm. Wieso? Was war das jetzt? Okay. Ah, Mann. Nochmal. Ich springe direkt runter. Ich flieg direkt runter automatisch. Das ist anscheinend scheiße. Okay, das war auch dumm. So bin ich jetzt da automatisch. Ich bin da direkt. Ich Idiot, habe auf die Leertaste gedrückt. Stimmt, zu früh. Okay, dumm. Nochmal. Einfach gechillt. Hetze aber hier. Oh fuck. Warte! Die Stürme! Es ist zu gefährlich! Verdammt. Los, komm! Ab nach oben! Muss ich hin? Na hier, hier hoch. Geil, komm, jump. Wir schaffen das, Leute, wir schaffen das. Wo geht's jetzt? Ah, hier hoch. Okay, komm. Komm, 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 das schaffst du, Lara, das schaffst du.
und ins Feuer geflogen. Wirklich toll. Hab aus Versehen die Leertaste gedrückt. Ich dachte, ich müsste springen. Egal. Ja, Alter, wenn du dich dann ein bisschen weg vom bewegst, also nicht gerade drauf zuläufst, dann hast du schon verschissen, ehrlich gesagt. Komm, ab nach oben hier. Los. Ja, super. So soll das laufen. Ja, komm. Immer mit der Kletteraxt. Und ins Nichts gefallen. Ah, toll. Ich hab doch... Was? War jetzt schon wieder der Fail dran? Egal. Ja, ich faile ziemlich oft hier in dem Spiel. Das merkt man, aber ist mir auch ziemlich egal. So, jetzt aber hier. Wieso springt ihr immer runter? Die springt immer runter, ich verstehe es nicht. Geil. Egal. Komm, mach doch jetzt mal hier. Nicht ewig Zeit. Jetzt. Hallo? Oh Junge. Ich verstehe das nicht. Warum? Jetzt aber hier, komm. Komm, 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 das schaffen wir jetzt. Jetzt geht's aber hier. Ja. Ra! Ra! Wo bist du? Ich bin hier. Ja. Yeah. Hallo, spring! Du schaffst das! Komm. Los! Jetzt! Jump! Lara, nimm meine Hand! So geht's! Na komm, Lara. Na komm schon, los! Da bist du. Da bist du. Na komm! Los, Lara! Da sind sie!
Scheiße. Nein! Nein. Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, Ihr okay? Versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Ja, der Heli abgestürzt. Jonah! Und... Reyes! Verdammt! Ja. Ich hätte mit ihnen gehen sollen.
Ja, wir haben es gerade noch so geschafft und haben es überlebt. Und ja, der gute Roth ist leider gestorben. Ein harter Schlag, muss man sagen, aber... Laura, es tut mir leid. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mache ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe wie die Tochter, die ich nie hatte. Ich bin stolz auf dich. Ja, der gute Roth. Leider ist er tot. Aber man kann jetzt leider nichts mehr ändern. Und, ja, wir werden auf jeden Fall diesen Ort überleben. Und wie es hier weitergeht, Leute, seht ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider. Vielen Dank fürs Zusehen und haut rein.